Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 12. August, 8.29 Uhr. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Und ja, wir sind bei 15.826, sind über den Daily Pieper, aber die Big Number 15.8 ist in greifbarer Nähe. Deswegen werde ich dort als allererstes die Falle platzieren. Wir haben gestern All-Time High gehabt. Wir haben auch ein kleines Gap, eine Kurslücke hier oben bei 50. Das heißt, wenn wir hier unter runter gehen sollten, wäre das durchaus denkbar, dass das dann auch unsere verlängerte Zielmarke ist. Daily Pivot ist auch noch da. Und wir bleiben jetzt auf diesem Chart und schauen uns dann die gestrigen Bewegung an. Wir hatten hier kleine Blue Boxen, hier eine 10er, die sauber ausgebrochen ist. Die 29er ist oben ausgebrochen und hier war der, Entschuldigung, der Peak 15.889, das All-Time High, kurz vor der 15.900er Marke. Auf dem linken Bildrand sehen wir die Vola-Boxen und hier sehen wir gestern zur Markteröffnung hier den Trade gemacht, da unten den Trade gemacht, hier den Trade angesetzt. Also es war relativ ruhig, dafür haben die Tagestrades, Swing Trades uns, sind die in den Gewinn gelaufen. Wo kommt die Vola-Box vorbörslich, beziehungsweise wo ist der Forecast für die Vola-Boxen? Schauen wir uns mal an. Gehe ich mal kurz in das Radar. So, das bedeutet, wir haben hier 15.823, das heißt genau auf dem Niveau, wo wir uns mehr oder weniger aktuell befinden. 15.823 direkt beim Daily Pivot. Spannend, spannend. Wert ist die Vola-Box, wenn sie rauskommen. Und jetzt blicken wir einmal auf die großen Zeitebenen. Fangen heute an mit Ethereum. Daily Long 3100, 4 Stunden Long, Stunde Short, Entschuldigung. Aha, 30 Minuten Short, 15 und 5 auch Short. Das heißt, hier bei Ethereum, bei den Paarungen, geht es in den kurzen Zeiteben ein wenig runter. Bitcoin 5 Minuten, wir gehen mal rückwärts, 15 Short, 30 Short, Stunde auch Short, 4 Stunden noch Long und Daily Basis auch noch Long. Wir hatten ja gestern anhand unserer Fibonacci-Kurven das mal interpretiert, hier nochmal von links nach rechts, 50% Korrektur, erst über 50.800 wären wir. Würden wir nach laut dieser Technik erst wieder long sein. Das heißt, das ist alles hier Luft holen. Noch für den Abverkauf könnte theoretisch jetzt dann noch mal weiter Richtung Süden laufen. So, wir gehen weiter nach oben. Und wir haben heute den Dow Jones im Programm. Daily Long. 4 Stunden auch Long. Stunde. Fängt hier an, eine Heiken-Aschi-Kerze sich rauszukristallisieren. 30, 15 Minuten sehen wir auch hier leicht die Unterstützung. Gucken wir uns mal auf der Zickzack-Linie an. Den anderen Template, da sind wir short. Ja, und 5 Minuten auch den short. Und wir sehen die Range einmal hier, einmal da. Das ist vom 11. August hier die Bewegung nach oben, All-Time High, auch hier. Gut, gehen wir weiter. Dow Jones. Dow Jones, Daily Basis, Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Short und 5 Minuten auch Short, aber übergeordnet Long. Nasdaq Long und wir haben hier den Break gehabt. Das sehen wir sehr, sehr schön hier oben. Und jetzt können wir auch hier einmal entgegengesetzt zu dem letzten. Also wir haben hier das Hoch und wir haben hier das letzte signifikante Tief.
wenn wir das jetzt auch hier verbinden von links nach rechts, dann wäre das da oben der Breakout und das ziehen wir jetzt einmal und drehen das Ganze. Zack. Und drehen es dahin. Dann haben die sogenannten Extension und laut diesem Bereich wären wir dann ja nochmal ein paar Punkte mehr. Also wäre 127,8 nach diesem Breakout wäre dann hier 16.123, wenn wir jetzt diese Marke mal nehmen für den Nasdaq. Aber das ist dann auch hier ein bisschen Kaffeesatzleserei. Stunde Short 30, 15 und 5. Öl. Da bin ich auch noch Short im Markt. Daily Basis und Short. Stunde auch Short. 4 Stunden, Stunde Long, 30 Long wieder, 15 Long, kippt ein bisschen, 5 Minuten auch. Also da ist ein bisschen unentschieden, gleiche Tendenz Richtung Süden. Gold, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5. Also Gold holt ein wenig auf. Und zu allerletzt gehen wir in the DAX rein. DAX Daily Basis Long. 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Short jetzt. Wie sieht es auf der Tagesstrategie Pro aus? Rote Sonne, klar. Neues High gestern, da wandert die Sonne auch. 4 Stunden und Stunden Kerze, kommt hier eine rote rein. Mal gucken, ob sich der Kurs hier weiter nach Süden bewegt. 30 Minuten haben wir ein Short-Signal. Hier sehen wir rote Sonne, gut ausgeprägte Heiken-Asche-Kerze. 15 Minuten auch Short schon und 5 Minuten auch Short. Das heißt, wir können hier mal in die MTX-Lage reingehen und sehen hier, dass wir Pivot zu dicht dran für dieses Short-Setup hier. Wir brauchen mindestens 26 Punkte, deswegen hier kein Setup auf Kinjunsen-Basis. Auch hier heute ausführlicher, auch hier keine Berührung, also kein Setup da. So, das einmal kurz Forecast-Wetterbericht. Aber wir sind hier beim Boxen komplett frei von den Gedanken Long oder Short. Hauptsache der Markt bewegt sich in die eine oder andere Richtung in unsere Falle. Und die erste Falle liegt bei 15.807. Das ist die psychologische Marke Big Number. Und danach geht es dann 23. So ist der Forecast für die Wohlerboxen ab 9 Uhr. Und nochmal zur Spielregeln. Ab dem zweiten Trade gehen wir auf angepasst und versuchen dann jeweils die Zielmarken ranzutraden, die dann wären entweder die 50er Marke, entweder Gap Closing, entweder Daily Pivot oder Zielmarken sogar die Wohler Boxen, wenn die dann relativ dicht beieinander sind. Gut, dann wünsche ich uns allen ein gutes Gelingen. Sekunden noch bis zum Start. 15:23 kommt die Wohlerbox rein, voraussichtlich 7 und los geht's. Gap Closing. Wir gehen auf die obere Box, 15.849 Short zu 15.864 Long, wenn er reinlaufen sollte, der Kurs. Noch ein bisschen brauchen wir. Jetzt ist die Box aktiviert, die Falle hat zugeschnappt. Jetzt kommt der DAX hier nicht mehr raus, ohne dass wir dabei sind. Wir sind Short, haben Slippage bekommen.
Ab dem zweiten Trade wird auf angepasst gedrückt und das bedeutet, wir würden dann in Richtung 15.900 spekulieren. Aktuell sind wir short. Die blaue Linie zeichnet uns unser Gewinnziel an. Und wir sind raus aus dem Trade. Wir werden die untere Box jetzt platzieren und ich verabschiede mich. Das war unser Eröffnungstrade. Ich glaube, wenn ich richtig gerechnet habe, sind wir jetzt bei 72. 72, 900, 972 Tage jetzt und wir hören uns morgen wieder im Live-Training und machen wir jetzt weiter. Gute Trades, dann bis.